Ein So. Freund zu. Was? Nix, ich wollte sagen, du bist dran. Ich weiß. Ein freundliches guten Tag und hallo. Ich begrüße euch allererst zur nächsten Folge von dem Let's Play Together Projekt mit mir und dem Eliminator, Hallihallo, hallihallo. wo wir als islamische Konföderation die Welt erobern wollen. Oder jetzt erst einmal Russland. Ja, einmal Russland. Also Russland ist ja schon ein großer Teil, ne? Das ist ein kleiner Teil der Welt, ne? Wenn man ganz weit rauszoomt. Eieiei. Yay, mehr Kampfvorbereitungen, mehr Erfahrung. Oh, da kriegt man auch wieder ein paar gute Soldaten hier, dass, wenn man dieses Land erobert. Ich würde sagen, wir teilen das eigentlich, glaube ich, so zwischen auf hier so in der Mitte. Jo. Aber ich Wisse. nicht rechts, ich krieg nicht Osten und du Westen, sondern. Wieso hast du Ukraine? Nee, hä? Mir aufgemacht. Was? Nee, Ukraine war ja schon, ne? Die Ukraine war so, wie sie ist. Wieso. Irgendwas hat sich doch farblich da gerade verändert. Siehst du Sachen? Ich dachte gerade, dass sich was verändert hat. Vielleicht bin ich auch gerade nur. Aber wir könnten theoretisch die Ukraine noch erobern. Die hat keinen Bündnispartner. Alle Staaten erobern. Konsum Factories dafür monatliche Popularität erhöhen. Also nicht Popularität, aber die Bevölkerung. Ach so, du meinst jetzt bestimmt die Einwanderung, ne? Ach, gehst du auf leicht? Weil oben offenes Land wäre ja schlecht für dich, ne? Warum? Guck mal auf die Effekte. Oh, National Unity. Ja, nee, leicht reguliert, das ist maximal. Was passiert, wenn du 0% erreichst? Das wäre doch mal interessant, oder? Ich glaube, du kannst bestimmt nicht unter einen bestimmten Wert fallen oder so. Ja. Trotzdem wäre es lustig. So. Schweizland? Oder Schweizland? Was? Ist ja nicht die Schweiz, was der damit kämpft, oder? Das ist ja Schweizland. Schweizerland. Wo soll die denn mitkämpfen? Schweizerland. Rechts unten bei mir. Warte, das können wir noch ganz einfach herausfinden. Wir klicken auf den Staat. Also er hat keine Leute irgendwo hingeschickt. Nee, hier Schweizland. Das ist Weizland. Guck mal unten bei mir. Ganz unten bei Russland. What? Freiwillige. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, wo die stecken. Ich auch nicht. Schweizland? Kennen wir irgendwas in Afrika? Also Afrika kann ich mir immer sehr, sehr gut vorstellen. Ah, da ist Schwafrika! Wo? Dieses kleine pinke Teil neben. Gott im Himmel. Das ist ja echt. Ach Gott. Süß. Ja, ich werde mal kurz drüber laufen. Ja, wenn sie Uganda hat sagen. Rubber, das ist schön. Wann habe ich denn jetzt eigentlich dieses Ding für Malawi? Oder Malawi? Botswana, wann habe ich bei dir schon Kriegsziel gemacht? Ja, da habe ich schon Kriegsziel gemacht. Lesotho lasse ich noch mal kurz in Ruhe. Die haben wegen viele Divisionen da im Gebirge stehen, was die da haben. Ach, kann ich schon. Hab ich gar nicht mitbekommen. Was denn? Das. Malawi. War das denn irgendwie so ein Staaten-Ding? Das ist ein Staatending. Ach, das da.
Übrigens, du hast Mosambik nicht ganz getötet, ne? Was? Wo denn? Da unten ist noch ist dieses weiße Fitzelchen ist da noch am Leben. Wo meine Truppen gerade in die Richtung Ich habe marschieren. kapituliert. Also auf jeden Fall sind da unten Gebiete, die frei sind, meiner Anzeige nach. Oder, nee, ist kommt richtig, oder? Ja, machst du mal platt, dass du da eh lang Okay. gehst. Okay, wir sind jetzt bald durch halb Russland durch. Die kapitulieren in 1%. Jetzt muss ich noch ein paar Kriege erklären. Und du verlierst übrigens die Schlacht da unten. Ja, mehr oder weniger. Ich nehme immer mehr Fabriken ein. Das einzige Problem, die sind alle komplett zerstört. Ah, die Schweizer, dieses Ja, Schweizerland. Oh, ja. 27 Divisionen. What the fuck? Sag nichts, sag nichts. Gehst du nach Mosambik? Machst du das platt? Ja, mach ich. Mach ich. Okay, sie haben dich uns in den Krieg erklärt, dieses kleine Popelsteil. Mach die jetzt einmal komplett fertig. Doktrin erforschen. Okay. Botswana? Ja, alles meine Arbeit, keine Sorge, alles gut. Ah, Botswana kommt auch rein. Ja, kein Thema. Unsere Divisionen sind auf dem Weg dorthin. Division? Solange Zimbabwe. Ach, die da, ja, ich hole mir die gleich alle, keine Sorge. Sind alle im selben Eck. Ich brauche mehr Infanteriewaffen. Ja, ich versuch mal mit die Zambiawe zu holen. Zimbabwe? Zimbabwe oder was? Naja. Seine Aussprache ist auch noch schlimmer als meine. Wey, ist egal, das ist nicht schlimm. Dieses Ding da unten, was uns eventuell den Krieg erklären will. Aufklärungskompanie, habe ich denn dafür genügend Ausstattung? Ja, sehr schön. Aufklärung, Support, Artillerie, dann einmal Support an den Tank. Und Logistik. So, meine Militärpolizei ist jetzt schon fast eine richtige Kampfdivision. Fast. Warum? Ich habe halt, oh, die haben mich rausgedrückt aus seinem Provinz. So, das. Frag mich nur gerade, warum du die wirklich zur Division machen willst. Das heißt zur Division, ich habe denen halt Support-Gedöns gegeben. Verstehst du? Ich habe den einmal Support Anti-Tank und so weiter, was ich halt gerade gesagt habe, gegeben. Das erweitert habe ich es ja nicht. Das ist halt Ich einfach habe nur denen so, dass ausschließlich MPs gegeben. Ich bin gerade mal überlegen, den Logistik zu geben, aber sonst. dann kann ich denen auch die Garnison, also die garnisonieren das Gebiet ja auch automatisch, ne? Dann kann ich das denen einfach überlassen und muss mir keine Sorgen machen. Mensch, geht's wohl schnell mit der Kapitulation. Jo. Atomforschung, endlich. Der erste Teil ist geschafft. Der zweite Teil dauert auch nur ein Jahr. Meine Fresse. Der ist ja gar nichts, was das. Ich schick die einfach bis zum Ende von Russland. Echt jetzt? Wir haben immer noch nicht gewonnen. Wir müssen einmal komplett durch Russland marschieren. Ah, fuck off.
Nehm das obere Ende. Es muss reichen. Jetzt müssen wir die noch aus Mosambik da endlich austreiben. Das ist eine Sache. Ja, die ganzen Fabriken sind langsam mittlerweile da oben alle kaputt. Jetzt geh darüber, greif an, los, los, Ich glaube, ich habe los. ein bisschen viel Infanterie produziert. Offen gesagt, ich fürchte auch. Ich breche mal wieder ein bisschen was ab, was ich baue. Besonders die, die nicht 100% voll ausgestattet sind. Ich brauche Panzer, ich brauche. Ja, jetzt läuft es doch langsamer sicher. Na, also. Kann ich mir jetzt eine Panzerdivision trainieren? Endlich. Ja. Sogar ein paar. Hurra! Mechanisierte Ausrüstung hat die ganze Zeit gefehlt. Jetzt habe ich genug Waffen, mechanisierte, motorisierte. Oh, Tanks. Oh, Russland kapituliert. Botswana hat noch nicht kapituliert, okay. Naja. Oh, Oh, ich darf als Kriegsminister. erstes wählen. Da gehst du ja unten wahrscheinlich erstmal nach Afrika. Ja. Oh Gott, ich will doch. Okay, dann mach ich das so. Kannst du nicht wahrscheinlich komplett immer ganze Länder da unten annektieren, wenn du drauf kriegst? Doch, kannst du. Du kannst immer ganze Länder da unten. Wenn du Ja, dann links. müsste ich mich durch die wunderbare Ding da arbeiten. Ja, du weißt du doch. Du kannst Gabon, Kongo. Ja, gut. Algerien. So, diese kleine Kackinsel. Wo war die? Hier. Wo die 300 Bomber herkamen. Gabon. Eritrea, wo war das denn? Nimm Ach, nur da erstmal alles, was. oben. Kongo, 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 Kongo. Zimbabwe nimmst du auch, okay. Du hast mir gar nichts in Afrika. Nom 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 nom. Ich muss auf einen zukünftigen Konflikt vorbereitet sein. Mit mir? Genau. Nein. Ich nehme halt nur das da unten. Und das hast du in Nigeria weggemacht. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Ich habe mich verklickt. Ich suche gerade in Kongo. Das ist doch in der Mitte. Also wenn es nach oben In der. scrollst. Nein, ich habe den in der Liste gesucht. Ja, nein, wenn du nach oben scrollst, Make Demands, hast du. Das zweite von unten ist das Kongo. Über Somaliland. Oder Somal. Ja. Ja, das ist die Demokratische Republik Kongo, Angola, Angola, Angola. Ist unter Iran. Ich glaube, das war's, was das angeht. Also, sonst gibt das erstmal her. Kann ich nicht. Nein, mach. Ah, da hast du viel genommen. Verdammt. Okay, Mozambik. Und dann machen wir das so. Ah, wenn ich Zimbabwe abwähle, kann ich es beenden. Gut. Oh, ja, das finde ich doch schön. Willst du mir jetzt sagen, dass ich das noch nicht machen kann? Was? Was kannst du noch nicht machen? Enter. Ja, gerade irgendwie wollte das nicht, dass ich da einfach alles von nehme.
Och man, ey, jetzt kann ich. Ich muss schon gleich wieder aufhören. Ja, das ist wegen blöd. Ich gebe dir gleich die Punkte wieder. Gib mir mal all deine Punkte. Bitte. Dann passe ich jetzt Nein, einmal. nein, 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 nein. Muss bei mir, glaube ich, draufdrücken. Und dann Punkte überschreiben oder sowas. Nicht passen. Nein, du hast es nicht getan. Ich klicke gerade auf dich. Achso, du schießt auf mich und dann, da musst du, glaube ich, irgendwas machen. Ich habe jetzt auf deine. Nein, du musst dann, wenn du auf mich drauf drückst, unten in dieser Liste machen. Irgendwas machen. Wo du halt Make Demands oder so war das. Ich kann für dich, glaube ich, jetzt fordern. Oder vorder was für mich, das ist einfacher. Gucken Was muss. möchtest du denn? Äthiopien auf jeden Afrika. Fall. So. Endturn geht noch nicht. Wieso? Jetzt geht's. Endturn. Jo. Was für ein Jetzt kannst du Quatsch. den Mozambique noch nehmen. So, Mosambik. Und dann arbeite ich mich nach oben mal nach Russland. Hoffentlich kann Marokko nichts fordern. Aber bevor die was fordern können, die können erst was fordern, wenn die mehr Punkte haben als wir. Dann müssen wir unter die 188 Punkte fallen. Das heißt, sie werden vielleicht ein paar. Werden gar nichts bekommen fast. So. Ja, über Finnland, okay. Willst du das Stückchen Land mitten in Europa? Meins Kaliningrad? Ja. Nö, nimm du dir Kaliningrad, das ist okay. Mein Gott, nimmst du da schon einen riesen Blob wieder raus? So, erstmal okay. Ja, mach. Ja, wir hatten eigentlich. Ja, gut, ich kriege zwar mehr Produktion etc. raus aus Sachen, aber du brauchst es eigentlich, um dich selbst zu versorgen, so gesehen. Ja. Doch, okay. Ha, ich hab Moskau. Nein, hab nicht Moskau. Mein Moskau. Das sind schon zu viele Punkte. Scheiße. Ja, wenn ich ganz gewissen wäre, könnte ich mich nach Moskau so reinfressen, aber. Du kannst es ja haben. Ich will es nicht, um ehrlich zu sein. Ich werde mir Belarus nehmen. Mit der Raketenstation. Ja, kannst ja neben die Raketenstation. Mach dann halt nach Minsk und dann machst du diese gerade durch erstmal. Oder? Oder ich nehme den unteren Teil einfach nur. Also guck mal, das würde ich nehmen. Ist das okay? Jo, jo. Das kann ich jetzt nicht nehmen, aber ne, das ist halt das, was ich markieren wollte. Mein Gott. Leute, So. ich hoffe, es tut euch, mir tut es gerade irgendwie leid. Ich bin auch gerade überlegen, die auf. Na, warte, das untere Ding hast du zu viel. Genau. Ich hätte gern schon noch eine durchgehende Verbindung. Willst du Moskau haben? Sonst in Moskau ist nicht schlimm. 192 Punkte. Boah. Also, manches Mal ist das nicht gar so angenehm, diese Friedensverhandlungen. Nee, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Dieses ganze Kack-Klicken, also das ist ein bisschen übertrieben. Minimal, minimal. Ja. Gut, Leute, die Aufnahme ist vorbei. Wir werden das jetzt mal, glaube ich, im Offline-Modus jetzt hier weiter. Oh. Das ist viel nichts einfach wahrscheinlich, ne? Jo. Ach, das sind 0 Punkte. Dinger. Ich Oder? nehme das einfach mal, oder? Ja, nimm das.
Gut, Leute, wie gesagt, wir werden das jetzt erstmal im Offline-Modus weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir ein groß islamisches Reich schon haben. Bis dann. Ciao.